In der Automobilindustrie ist die Grenze fließend zwischen konzernübergreifender Zusammenarbeit und dreistem Badge Engineering. Ähnlich verhält es sich bei der Bezeichnung von Autos, die mit neuer Bedeutung wiederverwendet werden. So geschehen bei Opel. Na, sollen wir wieder anfangen mit diesem Larmoyanten? Das waren noch Zeiten. Was denn? Ein Fallstromvergaser und bei Kaltstart den Schok ziehen? Nee, wir meinen die Zeiten, als der Buchstabe E für Einspritzer stand. Da gab es noch einen Opel Commodore GSE, gern auch mit Rallye-Streifen. Nun hat Opel das E klein gemacht und bringt eine Grand Sport Electric Version des Astra und will das Kürzel als Submarke verstanden wissen. Das neue OPC ist sozusagen PHEV, also ein Plug-in-Hybrid. Zunächst, der Astra ist der Gegenspieler vom Golf und der legendäre GTI brauchte auch immer ein opelanisches Pendant. Nun soll es der GSE richten und die Rüsselsheimer meinen, das sei das, was, Zitat, sportliche, aber auch verantwortungsbewusste Autofahrer wünschen. Top-Leistungen, ein sportlich abgestimmtes Fahrwerk und einen elektrifizierten Antrieb für lokal emissionsfreies Fahren. Dazu kommt ein Design, das elektrisiert. Seit Einführung des sogenannten Weisers ist das Gesicht von Opel durchaus markant. Wo früher Stoßstangen saßen, wird heute mit mattschwarz lackierten Einsätzen an den Ecken auch sportlich gemacht. Der extreme Schwarz-Weiß-Kontrast der Ornamente lässt den Wagen noch schärfer gezeichnet erscheinen. Der 12,4 Kilowattstunden Akku soll maximal 64 Kilometer reine E-Reichweite schaffen und im besten Fall auch bis 135 km/h ohne Verbrenner arbeiten. Innen das typische Opel-Ambiente mit ebenso sportlichem Anspruch. Da gönnt man sich auch mal Plastikintarsien in den Sitzen. Mit dem AGR-Siegel sind die allerdings inzwischen als Rückenschoner auch bei den Krankenkassen bekannt. Das Cockpit ist nicht dem Digitalisierungswahn verfallen. Es gibt noch immer zahlreiche haptische Schalter für schnelle Bedienung, weil der Platz hinterm Steuer nun mal keine Playstation ist. Die Fahrmodi können eingestellt werden in zwangselektrisch, hybrid oder eben sportlich. Die Fahrgemeinschaft bilden im GSE einen 1,6 Liter Turbo-Vierzylinder mit 180 PS und ein E-Motor mit 81,2 kW. Damit entsteht eine Systemleistung von 225 PS mit 360 Newtonmeter. So kann man die 100er-Marke in 7,5 Sekunden reißen und weiter durchziehen bis zu einer Spitze von 235 km/h. Das ist für solch ein Fahrzeug ziemlich schnell, weil der Speed Chill, also das gefühlte Tempo, hinzukommt. Denn das Fahrwerk erstattet deutlicher Rückmeldungen an den Fahrer. Zum einen liegt der Astra GSE 10 mm tiefer und kommt mit Koni-Stoßdämpfern, die sich je nach der Bewegungsfrequenz des Wagens selbsttätig einstellen. Zum anderen wurde auch das ESP auf späteren Eingriff umtrainiert. Streng genommen ist der Astra GSE nicht nur beim Antrieb hybrid. Auch die Mischung von Alltagsfahrzeug und Sportanspruch kann eben keine der beiden Wünsche zu 100% erfüllen. Aber gerade das macht ja den Spaß aus. Quasi getarnt mit spießiger Optik und ohne Typenschild auf der linken Spur der Autobahn für Verwirrung sorgen. Aber der oft gezogene Vergleich mit dem Golf GTI wäre allenfalls über den Nimbus zulässig. Denn der Astra GSE ist schließlich ein Plug-in-Hybrid, mit dem man auch rein elektrisch fahren kann. Deshalb liegt er im Basispreis mit 45.500 rund 6.000 Euro über dem GTI. Als Unterscheidungshilfe nutzt Opel die Formulierung vom verantwortungsvollen Fahrspaß. Wer das auch noch familiärer haben will, der Astra Sports Tourer GSE wird als Kombi folgen.